Hallo, ich bin Silona und von mir gibt es heute endlich wieder ein neues Video. Ich weiß, ich war ein bisschen länger weg, aber ich bin endlich wieder zurück. Ich war aus verschiedenen Gründen weg. Einerseits wusste ich nicht, was will ich mit diesem Kanal. Ich hatte so ein bisschen ein Existenzproblem. Ich war so, was will ich überhaupt mit meinem Leben? Und dann war ich auch mit meinem YouTube-Channel so ein bisschen verwirrt. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, was ich so für einen Content machen möchte. Und dieses Video hat mir persönlich sehr gefallen, weil es heute um 17 Dinge gehen wird, die ich mit 17 gelernt habe. Ich lebe schon 17 Jahre und musste in diesen 17 Jahren vieles lernen und das möchte ich heute zusammen mit euch teilen. Aber ich bin heute nicht die Einzige, die euch erzählen wird, was sie in ihrem Leben gelernt hat und euch weitergeben möchte. Nein, heute hat auch Lena vom Kanal Lifestyle Lena ein Video dazu hochgeladen, was sie mit ihren 17 Jahren gelernt hat. Und Sophia vom Kanal Sophia Beauty Café wird euch auch nochmal erzählen, was sie alles gelernt hat. Checkt die beiden Kanäle gerne mal aus und auch die beiden Videos. Hinterlasst ein paar Grüße von mir in deren Kommentarboxen. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit meinem Video. In diesem Video soll es aber gar nicht darum gehen, was ich alles so Tolles gelernt habe. Nein, es geht um Dinge, die ich teilweise durch schwere Zeiten lernen musste. Und diese Dinge möchte ich gerne an euch weitergeben. Also werde ich jetzt heute an dich sprechen. Du Person vor dem Bildschirm. Du musst nicht perfekt sein, um schön zu sein. Nein, du musst nicht abnehmen. Nein, du musst nicht deine Nase kleiner und deine Lippen größer machen, um schön zu sein. Eigentlich musst nur du in den Spiegel gucken können und sagen können, du bist schön. Nicht die Zahl, die dir eine Waage anzeigt, noch Leute, die über dich vielleicht auch mal schlecht reden, entscheiden, ob du schön bist. Nein, du bist schön, du warst schon immer schön und du musst eigentlich nur lernen, das Schöne in dir zu sehen, anstatt das Negative. Manchmal wirst du Fehler machen und manchmal wirst du auch Dinge, die du tust, bereuen. Aber letztendlich passiert alles, was du in diesem Leben tust und was in diesem Leben passiert, aus einem Grund. Und die Fehler, die schon vergangen sind, die kannst du nicht mehr verändern. Du solltest lernen, deine Vergangenheit so zu akzeptieren, wie sie ist und einfach nur aus den Fehlern lernen. Viele Freunde bringen dir gar nichts, wenn du ihnen nicht vertrauen kannst, wenn du nicht vor ihnen du selbst sein kannst. Konzentriere dich auf die Leute, bei denen du weißt, die sind loyal, die sind real. Auf die Leute solltest du dich konzentrieren, aber besonders solltest du dich immer auf dich selbst konzentrieren. Wer ist die Person, die immer bei dir sein wird? Nur du selbst. Mach dich niemals von anderen Leuten abhängig. Das heißt, behandle dich selber gut, sei deine eigene beste Freundin. Mach dich niemals von einer anderen Person so abhängig, dass du nicht mehr ohne sie kannst. Und ich weiß, das hört sich echt traurig an. Man will viel. Man hat viele Träume. Und letztendlich ist es so, du wirst diese Träume nicht erfüllen können, wenn du nicht was dafür tust. Du kannst nicht rumsitzen und sagen, nein, ich werde jetzt endlich so und so, wenn du dich letztendlich nicht dafür einsetzt. Dir wird nichts geschenkt in diesem Leben. Du musst immer was dafür tun, um Dinge zu bekommen. Das heißt, krieg deinen Arsch hoch, erfüll deine Wünsche. So viele Leute sind so unzufrieden mit ihrem Leben. Und ich glaube, das Problem ist, dass jeder Mensch irgendwo weiß, das ist das, was ich machen will, aber letztendlich einfach zu faul ist. Sei nicht zu faul, um dein Leben so zu gestalten, wie du es haben möchtest. Krieg deinen Arsch hoch. Passe dich niemals an andere Leute oder an andere Gruppen an. Ich habe in diesem Leben immer wieder versucht, irgendwo dazuzugehören. Ich habe immer wieder versucht, mich zu ändern. Nur um am Ende einfach zu merken, so, das bist du nicht, das willst du nicht sein. Und letztendlich sollte man einfach lernen, stolz darauf zu sein, wer man ist, wie man ist und auch niemals das Gefühl zu haben, allein zu sein, nur weil man anders ist. Letztendlich ist jeder Mensch irgendwo komisch, jeder ist irgendwie merkwürdig und hat manchmal das Gefühl, du bist der einzige komische Mensch auf dieser Welt, aber nein, I feel you. Sei der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest. Du willst, dass Leute endlich aufhören, Tiere auszubeuten, Tiere zu ermorden. Du willst, dass Leute aufhören, sich gegenseitig zu hassen. Tu den ersten Schritt
Lebe das Leben, was du dir für alle Leute wünschst, was du dir für die ganze Welt wünschst. Vor allem setz dich für Dinge ein, die es wert sind. Du hast die Chance, etwas zu verändern. Nutze sie. Leute werden immer einen Grund finden, um dich nicht zu mögen. Leute werden immer einen Grund finden, dich zu haten. Einfach, weil sie selber unzufrieden sind, weil ihr eigenes Leben zu langweilig ist. Und weißt du was? Das ist okay. Solange sie dich nicht persönlich kennen, solltest du es auch nicht persönlich nehmen. Das waren die 17 Dinge, vielleicht sogar mehr. Es kommt darauf an, wie man das einteilt, was ich gerne an euch weitergeben wollte. Ich hoffe, es hat ein paar geholfen. Schaut auf jeden Fall bei Sophia und bei Lena vorbei. Ich bin gespannt, was die beiden alles in ihrem Video erzählen werden. Ich freue mich schon, die beiden Videos anzuschauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlasst, mir schreibt, was ihr alles so in eurem Leben lernen musstet, was ihr gerne an die anderen Leute oder an mich weitergeben möchtet. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns einfach das nächste Mal. Tschüss!